Haben wir eigentlich bei unseren Immobilieninvestitionen möglicherweise vergessen, die Steuer zu berechnen? Vlogfolge 212. Vorweggenommen, nein, wir haben es nicht vergessen. Aber warum, möchte ich jetzt kurz die Frage beantworten. Weil wir ein YouTube-Video veröffentlicht haben zu unserem Immobilienbestand. Was haben wir die letzten Wochen und Monate an Immobilien aufgebaut? Da ist sehr viel passiert. Entsprechend gab es auch sehr viel Reaktion auf das Video, was uns sehr freut. Dann gibt es die üblichen sehr, sehr positiven Kommentare. Vielen Dank dafür. Dann gibt es die Hater-Kommentare. Schön, dass ihr da seid, liebe Hater. Und dann gibt es auch eine Menge Feedback oder Rückfragen oder Bedenken so. Oder manchmal auch, hey, ich glaube das nicht. Und ein paar davon habe ich mir rausgesucht, weil ich das finde, dass man das wunderbar als Übung auch nehmen kann für mich, um nochmal zu präzisieren und zu reflektieren, warum machen wir das eine so, wie wir es tun. Und für jetzt, heute, war ein paar Mal der Kommentar da. Einer sagte, Steuer nicht vergessen, Jungs. Andere sagte, ihr habt die Steuer vergessen. Also die Frage ist, in der Rechnung, die wir dort vorgestellt haben, ist die Steuer mit drin? Hi. Psst, Video wird aufgenommen. Der Nachbarsjunge. Ist die Steuer mit drin. Und wir haben also dort eine Rechnung vorgestellt, wie viel Cashflow bleibt übrig. Und da ist ja die Frage, ist das Cashflow vor Nachsteuern? In unserer Rechnung war das Vorsteuern. Warum fühle ich mich trotzdem wohl, diese Rechnung so zu machen? Folgender Gedanke dazu. Also, den Mieteinnahmen gegenüber steht ein Kostenblock. Zinsen, Tilgung und Kosten für die Bewirtschaftung. Bei der Steuer, das verändert ihr, dann bleibt Cashflow übrig oder nicht. Die Steuer verändert jetzt die Rechnung, weil die Steuer sagt, du hast Mieteinnahmen, die musst du grundsätzlich versteuern. Aber nicht in voller Höhe, du darfst was gegenrechnen, nämlich die Zinsen, die Tilgung nicht, das ist ja dann Vermögensaufbau, und Kosten und also zusätzlich auch eine Abschreibung. Das heißt, das Gebäude schreibt sich ab über einen gewissen Zeitraum und entsprechend darfst du da was gegenrechnen. Das ist dann eine komplizierte Rechnung im Detail und irgendwann kommt man dann dabei raus, dass tatsächlich ein bisschen Steuern zu bezahlen ist wahrscheinlich und dann schrumpft der Cashflow wieder etwas mehr zusammen. Und was wir herausgefunden haben, das hat viele, viele Abhängigkeiten. Ja? Gebäudeanteil am Kaufpreis, und um nur eines zu nennen, was diese Rechnung massiv beeinflusst, aber mal ganz grob über viele durchkalkulierte Objekte hinweg, kamen wir so ungefähr dabei raus, wenn das so ein 5% Mietrendite ist, ungefähr, und die normale Struktur ansonsten passt, dann hat die Steuer einen verhältnismäßig kleinen Einfluss, weil man relativ viel gegenrechnen darf für eine nicht ganz so hohe Miete und dann geht sich das irgendwie, könnte sich 0 auf 0 ausgehen. Geht man höher, hat mehr Rendite, schlägt die Steuer auch mehr zu, also schröpft das Ganze mehr. Andersrum würde man niedriger gehen, also noch schlechtere Deals machen mit schlechteren Mietrenditen, dann könnte sich die Steuer sogar irgendwann eben positiv auswirken, weil man tatsächlich ja einfach drauflegt bei der ganzen Investition und entsprechend gibt es dann auch von der Steuer was zurück. So, und vor dem Hintergrund ist für mich in der schnellen Bierdeckelbewertung, in der Kaufentscheidung und aber auch dann in der Bewertung, wo für mich eine Immobilie und ein Deal steht, die Steuer tatsächlich nicht relevant. Ich habe das grob im Kopf, wenn das ein 8% ist, dann fällt da auch noch ordentlich Steuer an. Also für eine Kaufentscheidung ist nicht relevant, für Bierdeckel, Mietrendite und so. Dann ist noch die Frage, welchen Cashflow gucke ich mir an? Den Cashflow vor oder nach Steuern. Und was wir eben in dem Video gemacht haben, wir haben den Cashflow vor Steuern angeguckt. Und damit kann ich wunderbar leben, weil ich stelle mir den Cashflow eigentlich, und das hat dann drei doppelte Böden die Rechnung, aber ich stelle mir den Cashflow eigentlich vor als mein Bruttoeinkommen. Weil in dem Video kam dann beispielsweise raus, wir haben jetzt so und so viele Immobilien gekauft, die führen zu 80.000 Euro Cashflow im Jahr, wenn sie dahin entwickelt sind, wo wir es. Wunderbar vergleichbar. 80.000 Euro Cashflow im Jahr vor Steuern kann ich perfekt vergleichen mit einem Jahresbruttoeinkommen, das ich als Angestellter vielleicht hätte haben können oder parallel zu Immobilien habe oder wie auch immer. Und deswegen ist das für mich der perfekte Vergleich, wenn ich sage, ich möchte beispielsweise eben einem Jahresgehalt äquivalent von 80.000 Euro verdienen, dann wäre dieses Ziel mit diesem Immobilienbestand genau erreicht. Ich habe nämlich 80.000 Euro vor Steuern verdient und muss das dann nachher eben ganz normal versteuern, wenn die in meinem Privatbesitz sind, wovon man mal jetzt irgendwie ausgeht, der Einfachheit halber, dann wäre das tatsächlich eben direkt vergleichbar mit einem Angestelltengehalt. Insofern, das ist mein Blick auf das Thema Steuern. Ich glaube, es ist unglaublich krass, wie viel Steuer man sparen kann mit Steuerstrategien. Aber ich glaube nicht, dass es irgendeinem Immobilieninvestor hilft, die letzte Nachkommastelle der Steuerauswirkung
beim Kauf irgendwie immer exakt auszurechnen, wenn man zumindest irgendwann mal verstanden hat, ob das System funktioniert. Insofern fühle ich mich wohl mit der Rechnung, die wir da präsentiert haben in Sachen Steuer. Ja, freue mich natürlich über eure Meinung und bis morgen.